nichts weiter hinten geben. Bleib mal vorne, du Rocker. Bleib mal vorne, komplett. Greif mal ein bisschen mehr in der Mitte. Vom Seil. So, ja. Noch ein bisschen mehr weiter vorne. Weiter vorne. Ja, das ist gut. Und jetzt zum Gesicht. Ein bisschen weiter unten die Ellbogen. Wir wollen ja die hintere Schulter. Nicht zu weit nach hinten gehen. Ja, das ist prima. Ich hab ein bisschen höher gemacht. Nee, das ist gut. Ja, wenn du Trapez rein willst, wir wollen jetzt einfach prima die hintere Schulter. Da passt das mit der Höhe vom Ellbogen genau. Ja, prima. Und ein bisschen dynamisch. Zack. Schön. Ich blute. Genau richtig, so ist es richtig. Lass den weiter. 5, noch 5. 1. Komm, schick gut rein. 2. 3. 20. 2. 4. 4. 50. Dann halten wir die Pause ein bisschen kürzer jetzt. Ne? Und dann machen wir das selbe Gewicht gleich weiter, wie gesagt. Wie viel davon habe ich gemacht? Hm? Wie viel davon habe ich gemacht? 20. Ich würde noch einen höher machen. Und noch einen höher gemacht. Und so 15 Anteil, 15 Satz. Dann würde ich noch. Also, ich dachte, das ist doch genau. Ein bisschen lauter. Also genau wie der Schulter arbeitet. Mhm. Bisschen der Ansatz rein. Nicht nachlassen. Zug. Jawohl. Zug. Weiter. Geht noch was. Minimum 5. 1. 2. 3. 4. 5. Jawohl. Und einen machst du noch, ne? Einen haben wir noch. Einen noch? Ja, 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 einen noch. Fertig. Wir haben bewusst kein Frontheben mit reingebracht, weil wir zweimal gedrückt haben, dass die vordere Schulter mit bei gewesen. Und jetzt machen wir Dips. Mhm. Ja, die Dips machen wir aber so, dass wir damit auch noch ein bisschen die Brust reizen, ja, weil er eine kleine Brustschwäche hat. Ne? Und, oder eine kleine Brust hatte. Und jetzt machen wir die Dips. Da kriegt der Trizeps ja sowieso einen mit ab. Ja, wir wollen halt auch noch Trizeps trainieren, aber die Arme sind sowieso so dick und der Trizeps ist sehr dominant. Da wir einen harmonischen, gleichmäßigen Körper haben möchten, halten wir uns mit dem Trizeps-Training zurück. Okay.